Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Politik Simulator 4, Parvolution, dem vierten Teil des Politik Simulators mit mir sein Malte, mit dem Taiwan-Projekt 2023 Edition. Wir sind wieder zurück für eine neue Folge. Zunächst aber erstmal so ein bisschen wie Hausmeisterei am Anfang. Beginnen damit, dass ich weiß, eine Folge quasi bei euch so ein bisschen verschütt gegangen ist letztens, P&R technisch. Die müsste mittlerweile nachgeliefert worden sein. Kleines Sorry an der Stelle, aber wisst Bescheid, sind auch alle nur Menschen und das kann mal vorkommen, dass da mal irgendwo mal ein Rohling verschwindet. Hat sich jetzt alles geklärt, dürfte jetzt mittlerweile auch wieder passend alles soweit noch nachgeliefert worden sein von unserer Seite aus. Also von daher, ne, wissen schon Bescheid. Entschuldigung an der Stelle, aber jetzt müsste sie soweit auch noch abrufbar sein. Ja, darüber hinaus natürlich dann zum Start der heutigen Folge, des heutigen Streams. Ihr kennt das ja, würde mich darüber freuen. Okay, erstmal freue ich mich darüber, dass Wunder erstmal wieder eine Runde reinschmeißt. Und da ist die Werbung wieder weg. Ja, genau, so kann es mir gehen. Für euch nochmal auf Twitch an der Stelle. Vielen lieben Dank, Bundner. Ne, wenn ihr uns mit einem Sub dahingehend unterstützt, seid ihr dahingehend werbefrei unterwegs. Das heißt, ihr müsst euch nicht über die Twitch-Werbung beschweren oder so, ne, oder aufregen, die euch das dann vorliefert. Wie gesagt, da habe ich ja schon mal erwähnt, da haben wir nur relativ wenig Einfluss drauf. Das heißt also, finanzieller Support, ihr habt gerade gesehen, könnt ihr jetzt halt uns gerne zukommen lassen. Ansonsten würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben für die Folge. Kanalabo falsch noch nicht geschehen. Wir versuchen immer so ein langsam, mühsam, nächstes Eichhörnchen. Ich glaube, wir wollen jetzt als nächstes die 7600 voll machen. Ich hoffe, dass das alsbald geschieht. Ne? Und mal schauen. Vielleicht kommen wir irgendwie noch Richtung Jahreswechsel auf die 8000. Wäre ganz schön. Ja, ansonsten gucken wir uns mal an, wo wir jetzt so stehen geblieben sind. Ich mache schon mal derweil ein bisschen weiter. Ja, in der letzten Ausgabe haben wir uns unter anderem zwar über ein paar Handelsverträge, hätte ich fast gesagt, gesetzt gehabt. Nein, über ein paar Freihandelsabkommen hier nochmal einzulesen, die aber als solches tatsächlich, muss man ganz klar doch sagen, nicht den massivsten Einfluss hatten. Also ich weiß nicht, vielleicht 0,1 oder 0,2 im Haushaltsbudget doch zu vernachlässigen insgesamt. Das meiste konnten wir tatsächlich über Steuererhöhungen regeln. Taiwan verfügt ja glücklicherweise doch immer über ein sehr, sehr gesundes Wirtschaftswachstum, so auch scheinbar in diesem Kalender, ja 8%. Da muss man sagen, also die Wirtschaft hier hinten in Asien ist ja ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt über Deutschland und andere europäische Staaten reden. Hier hinten ist noch Wachstum en masse da und das heißt dementsprechend auch die Möglichkeit, einfach regelmäßig mit Steuererhöhungen so ein bisschen was von diesem Wachstum abzuschöpfen. Dementsprechend werden wir natürlich dem Ganzen auch weiter angehen. Gut, Wachstumsprognose sagt er mir, jetzt wären theoretisch 3,5. Das will ich erstmal nochmal auswarten, was das für Auswirkungen genau hat. Und Budgetüberschuss an der Stelle wird auch nochmal kurz gecallt. Genau, haben wir wohl scheinbar 0,5%, die uns dann wohl noch ein paar Schuldenerleichterungen gebracht hatten. Ja, das war aber so die eine Thematik, wie gesagt, unsere Wirtschaft, Finanzen plus die Einberufung des Militärs. Da waren wir auch zuerst stehen geblieben bei, ja, ein bisschen mehr als 500.000 Mann momentan unter Waffen. Einer meiner Menschen. Das liest sich alles sehr, sehr gut. Unsere zweite Thematik war gewesen, und das war auch nicht zu knapp, das waren die ganzen Nuklearbomben. Ja, Russland hat tatsächlich sehr kurzen Prozess momentan mit der Ukraine gemacht, hat die Bevölkerung, ich habe es letztes Mal ausgerechnet, echt um mehrere Millionen Menschen verringert und dementsprechend mit Nuklearbomben auf Kiew unter anderem, aber auch hier auf Sumy hier vorne, wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall für leider Gottes wenig charmante Kriegsführung gesorgt. Und das wiederum gibt mir natürlich hart zu denken. Warum gibt mir das persönlich hart zu denken? Ja, wenn Russland tatsächlich da schon wegen der Ukraine da an Nuklearbomben denkt, so viel anders ist ja, wäre unser Feldzug gegen China ja auch nicht. Und das wiederum hinterlässt bei mir eine gewisse Sorge der Beunruhigung, ne? Eine gewisse Beunruhigung, ein gewisses Unbehagen, dass da doch das eine oder andere tatsächlich auf uns zukommen könnte. Aber auf uns zukommen könnte, momentan sieht es ja so aus, als ob wir nach und nach so ein bisschen Herr werden würden über die ganzen Terrororganisationen. Sind zwar immer noch echt einige, aber zumindest nicht mehr unendlich viele. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass wir mittlerweile da ein bisschen vorankommen können. Jetzt kommt unser Industrieminister mit relativer Energieunabhängigkeit. Herr Präsident, unser Land hängt im gewissen Maß von anderen Nationen ab und seine Gebiete unramatisch zu werden, sollten wir darüber nachdenken, welche Mittel wir haben, um uns die Abhängigkeit daraus zu lösen. Ja, da bin ich ja tatsächlich schon dabei. Ne, ihr wisst ja auch dahingehend, wir sind momentan ja dabei, hier massiv in Windkraftanlagen, Offshore-Windkraftanlagen reinzuböllern. Leider haben die tatsächlich nur eine Kapazität von 9 bis 10 Terawattstunden, das ist echt nicht viel. Na, gerade wenn man da bedenkt, dass wir mit unserem Wachstum, okay, jetzt sind es tatsächlich nur noch 3,7, was ich aber noch für akzeptabel halte. Damit kann man, denke ich, zumindest leben.
ja, wo versuchen das Ganze ein bisschen mit zu decken, und sein Energiehunger ist ja tatsächlich doch recht enorm. Momentan importieren wir 30 Terawattstunden, haben immer noch einen Mangel von 9 Terawattstunden, was nicht ganz so wenig ist. Das ist unterm Strich, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ja, doch so 5%, ne? Quasi Energiedefizit. Nicht schön, aber wir haben zumindest die Option, hier zeitnah aus der Geschichte rauszukommen mit 70 Terawattstunden, die momentan in der Produktion sind. Ich hoffe, dass uns das so ein bisschen beim Berg hilft. Die Feststellung. So, genau. Das heißt, also das sind so ein bisschen die Grundprämissen, von denen wir aus reinstarten. Ansonsten alles, was wir irgendwie an Überschüssen momentan ja kriegen, versuchen wir ansonsten ja irgendwie in die Armee reinzubringen, dass wir erstmal überhaupt die gesamten Reservisten einfach alleine, die wir überhaupt zur Verfügung haben, dass wir die in die Armee gepresst kriegen. Da sind wir, wie gesagt, momentan so bei der Hälfte angekommen, ungefähr. Und müssen natürlich schauen, dass wir das nach Möglichkeit auch nochmal weiter ausweiten. Mit 500.000 Reservisten seht ihr hier. Verfügbar sind 1,1 Millionen. Ja, da müssen wir mal schauen. So, was? Wegen der Überwachung der Programme durch die Aufsicht der Medien wird meine Sendung Face to Face in Frage gestellt. Man hat mich gefragt, ba 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 ba. Achso, ein politischer Journalist, der sich nicht gerade Einer darüber meiner Männer. freut, dass ich da so massiv mit bei bin. Ich glaube, jetzt hat es wieder eine Terrororganisation erwischt. Genau, eine kommt man wohl wieder ausschalten. Wirtschaftliche Auswirkungen. Internetbrandbreite ist okay. Könnte man natürlich mehr machen, weiß ich. Wir haben wieder Einschränkungen in den Stromkapazitäten. Das ist momentan mehr das Hauptthema. Wachstum läuft eigentlich von selber auch ganz gut. Dann mal eben kurz der Blick in den Chat an der Stelle. Grüße noch an JVD. Grüße an Paul Panzer. Moin. Hoffentlich möchte uns Spiel damit hier nichts voraussagen. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ne? Jetzt die Nuklearbombengeschichte, das passt mir ehrlich gesagt nicht so schön. So, zumindest haben wir Firewall Gold jetzt abgeschlossen. Das heißt also Chinas Hackerangriffe. Das Thema dürfte sich jetzt hoffentlich doch erstmal fürs Erste erledigt haben. Da warte ich drauf, denke ich, dass da nicht mehr viel kommen wird. Auf jeden Fall willst du die Armee aufstocken. Ich will auf jeden Fall alle Reservisten erstmal drin haben. Das ist erstmal so die Grundprämisse: 1,1 Millionen Soldaten. Ne, ich brauche ja auch was, um gegen die Kollegen hier vorne anzutreten. Unser Einge. Das wird nicht mit einem Apfel und einem Ei gehen. Und dann müssen wir also auf jeden Fall schauen, dass wir da wirklich echt passend was zusammen haben. Ja, und dann werde ich mit euch mal gemeinsam gucken, dass wir natürlich ausrüstungstechnisch nachlegen. Dafür müssen die Finanzen stimmen. So, sehr schön. Wir haben tatsächlich 350er Schnellzug geholt. Mittlerweile mit dazu bekommen. Ja, ba, 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 ba. Unsere Informationstechnologie und Kommunikationstechnik hier, das gehört mittlerweile zu den besten der Welt. Kann aber noch ausgebaut werden. Mal ganz kurz aus Interesse, wo stehen wir denn da? Voll ausgebautes DSL, voll ausgebautes Mobilfunknetz und 4G ist eigentlich auch ziemlicher Standard. Aber das könnte auch doch schlechter sein. Die Feststellung. Unser Einges. Die Feststellung. Ja, versuchen wir das trotzdem nochmal hier alles irgendwie durchzukriegen. So, Wachstum mittlerweile beschleunigt sich auf 4%. Das heißt, jetzt könnte ein Steuerschritt tatsächlich theoretisch möglich sein. Praktisch fehlt es mir aber ein bisschen an Beliebtheit. Meine Überlegung war jetzt nochmal ganz alle gelesen hier, mal kurz löschen. Wie sieht es momentan im Bereich der Kultur- und Sportevents aus? Da hatten wir alles gefördert gehabt. Ja, wir müssen halt schauen, wir brauchen da jetzt halt mal echt ein paar Push-Ups für. Also beliebtheitstechnisch stehe ich momentan mit 60% jetzt nicht so prickelnd da. Ich habe dahingehend ja, glaube ich, in der Pornografiesteuerung schon alles ausgereizt, was auszureizen war. Also das ist momentan unser größtes Problem. Ich hätte tatsächlich wirtschaftlich potenziellen Spielraum, tatsächlich um was zu veranstalten, aber mir fehlt es momentan ein bisschen an Beliebtheit. So, Unser eingeschlossen. ja, das weiß ich. Zack, zack. Die Feststellung. Die Feststellung. So, bearbeiten wir erstmal quasi kurz wieder die Mails. Fusionskraftwerke, sagt Warlord. Ich habe das klitzekleine Problem, mon ami, dass Fusionskraftwerke ich noch nicht mal bauen kann. Also da fehlt uns noch technologisch was für. Und selbst wenn, ich hatte mit dem Publikum ausgemacht gehabt, sie wollten tatsächlich nicht auf Fusionsenergie setzen, sondern tatsächlich auf Erneuerbare. Und dementsprechend halte ich mich da auch erstmal dran. So, was haben wir hier? Gesundheitsminister, eine Wir einfache können im Empfehlung. hohen Maße unser Gesundheitssystem mit einem konsequenten Budget verbessern. Ich bitte Sie, darüber nachzudenken. Die Gesundheit. Das wurde ja schon mal besser vorgelesen. Die Feststellung. Muss ich ja ehrlicherweise sagen. Ja, Gesundheitsbudget. Ich habe gesehen, unser Bildungsstand. Ne? Letztens habe ich jetzt auch noch mal kurz reingeguckt. Der ist ja auch ein desaströs. Also in der Bildung sehen wir auch nicht gut aus. Na, da müsste zumindest mal gucken, dass wir es das zumindest auf ein Mittelmaß mal hinkriegen. Da fehlt es uns echt auch tatsächlich ein bisschen an was. So, wir haben einen Grammy Award. Ja, Glückwunsch.
Gebäudesanierung könnte auch noch wieder ein Thema sein, aber dafür fehlt auch die Knete. Aber das könnte man tatsächlich vielleicht machen. Vielleicht ein kleines, minimales Bildungsprogramm. Das schwebt mir jetzt gerade vor. Ich muss mal ganz kurz in meine Musik-Audio-Anlage richten. Wie viel Luft haben wir nun momentan? Wir haben momentan Luft in Höhe von 4, 5, 6 Milliarden Euro. Eine Milliarde wäre ich bereit, locker zu machen für ein Mini-Bildungsprogramm. Einfach, damit wir ein bisschen Beliebtheit damit nachschießen, dass ich mir wieder ein bisschen was erlauben kann. Ich würde ganz gerne alles, wenn es geht, auf 5 Sterne bringen können, aber ich befürchte, das Budget wird sehr, sehr schnell hier ausgelastet sein. Ja, das kriegen wir gerade so hin, alles auf 5 Sterne. Also haben wir zumindest ein mittelmäßiges Bildungssystem. Und hier fehlt es auch noch. Okay, komm, 1,2 Milliarden, das kann ich noch verschmerzen, komm. So. Okay, dass wir zumindest überall wenigstens halbwegs in Ordnung dastehen. Forschungstechnische Natur und bildungstechnische Natur. Das wäre gut. So, jetzt haben wir tatsächlich genügend Beliebtheit. Einer meiner Männer. Und können von jetzt hier aus dann wieder eine Steuererhöhung durchführen. So, time to look at Wachstum. Ne, sagt, dass 2% Steuererhöhung wohl durchaus drin sein müssten. Ja, wie gesagt, da ist die Mehrwertsteuer tatsächlich wirklich die beste Steuer, die ich auch echt im Petto habe. Alles andere kannst du relativ gesehen knicken. Also da muss ich wirklich drüber kommen, es sei denn, eine Einkommensteuer willst du auch nicht erhöhen. Dann gehen wir auf 19%, da haben wir ein bisschen Luft. So, wird auf jeden Fall nicht bei 1,8% bleiben, das wissen wir alle. Aber das dürfte sich dann irgendwie einpendeln. Einer meiner Männer. Und jetzt habe ich dann nochmal die Beliebtheitsmali gefressen, plus die weiteren Minuspunkte, die ich fressen, dürfte wieder bei 50% drauf hinauslaufen. Ja, gut, und dann hätten wir doch, aber ich denke mal, vielleicht wieder so einen Prozentpunktüberschuss, den wir freigemacht hätten. Das wäre ganz in Ordnung. Und dann könnte ich dann nochmal die Armee noch ein bisschen nachschießen. So, China hat die Mikrobrennstoffzelle entdeckt, nicht so schön. Die SMR, nee, die werden nicht patentiert. Energiepillen nehme ich schon mal mit. Ausberufung. Produktivitätsverluste, mütterliche Gefühle, eingeschleust. Ja, das kann ich, denke ich, alles löschen. Ja, genau. Dann entfernen wir erstmal wieder alles aus unserer Pipeline. So, wann kommt das Gesetz hier durch? Am 20.02. Dann lasst ihr es dann doch nochmal eben Richtung 20.02. gehen. Geht ja auch glücklicherweise recht zügig. Dass wir dann von hier uns dann mal ansehen, wie schlimm das beliebtheitstechnische Natur aussieht. So, vermordet, fernmedizinische Spitze, wegen des guten flächentechnischen 4G-Netzes können wir also anscheinend wohl uns da zumindest ganz gut drüber freuen, Rückgang der Aktivitäten aufgrund der Mehrwertsteuerbelastung, aber das ist genauso gewollt, weil 4% Wachstum, das ist ja 5% Wachstum, was, wir sind hier glaube ich doch noch nicht durch, oder? Die romanische Offensive, warte. Nee, dem traue ich noch nicht. Wir gehen erstmal vor bis zum 1. März. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier so stimmig ist. Klar, Gesetz ist jetzt durch. 0,64, da ist nicht viel hängen geblieben, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ah, sehr gut, weitere Forschungskenntnisse. Pausieren, 1.3. So, Einberufung, Impfstoff gegen Lepra wurde durch die USA gedeckt. Dienstleistungsgesellschaft etc. So, wie sieht es hier aus? Wachstum 4%. Jetzt haben wir 1,86 stehen. Bei 4% Wachstum. Glaube ich ihm auch nicht. Wir geben dem Ganzen nochmal ein Wöchlein. Habe ich gehört. Senk die wöchentliche Arbeitszeit. Das kostet dich nichts und bringt dir Beliebtheit. Ja, kostet ein bisschen die Produktivität natürlich, ne? Unser Eingeschränk. Aber theoretische Möglichkeit. So, was ist denn jetzt hier los? 5. März 24. Laut unseren Informationen scheinen gewisse unkontrollierbare Personen noch ein Hühnchen mit unseren Ordnungskräften in den Straßen der Stadt rupfen zu wollen. Dies ist die Folge der Schließung eines illegalen Fernsehsenders und der Verhaftung der Verantwortlichen. Dieser Sender übertrug subversive und pro-westliche Sendungen. Nix mit pro-westlich, pro-chinesisch. Die so ein Ding ist das bestimmt ja gewesen. Zu Hause zu bleiben und unsere Nachrichtensendungen zu verfolgen. Alles klar, krass. Okay, wir haben einen Aufstand momentan in Taipei, da muss ich gleich mal ganz kurz rein. Also, wir müssen mal ein paar Aufständische bekämpfen gehen.
Die Feststellung und... Dann lasst mal eben kurz rein. Okay, alles klar. Ja, dann schauen wir mal, wie sieht es jetzt hier aus. Ordnungskräftetechnisch sind wir auch ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Bringt mir erstmal ein bisschen Verstärkungseinheiten hierher. Und die Polente hier vorne bitte auch noch einmal rüber. So, und dann werden wir uns jetzt, so es denn möglich ist, mal einmal mit Tränengasgranaten einmal zur Wehr setzen hier. So, und dann können wir von hier aus jetzt hoffentlich schön reingehen. Weil da werden die, glaube ich, nicht so viel Spaß haben. So, Verstärkung ist hier. Oha. Okay, die versuchen abzuhauen. Versuchen vom Marktplatz aus wegzuflüchten. Oh, das ist nicht gut. 172 Ordnungsbeamte. Soldaten möchte ich nur ungern rufen. Dann werden wir jetzt mal hier uns einmal drum bemühen, da mit dem Wasserwerfern einmal hinzugehen. Ja, ihr seht mittlerweile, der Malte ist fortschrittlich geworden. Ich habe jetzt hier tatsächlich schon die Möglichkeit, ein bisschen das mit den Ordnungskräften hier zusammenzuhalten. So viel Verstärkung bekomme ich dann nochmal 200 Polizisten. Das wird wichtig sein. Hier vorne sind 24, das ist nicht viel. Und die Fernsehanstalt, das riskiere ich auch nicht, da wen rauszuholen. Ja, wenn es doof wird, muss ich gleich die Armee einschalten. Aber wir werden es erstmal versuchen ohne. So, dann hoffen wir, dass wir das jetzt hier ein bisschen in den Griff kriegen. Aber ach du. Nee, das sieht nicht gut aus. Aber mit den Wasserwerfern, da kriegen wir das doch einigermaßen solide hin. So, dann guckt, dass ihr jetzt hier nochmal die Jungs festnimmt, die die Barrikaden zumindest basteln. Ah, jetzt fliegen hier Molotow-Cocktails. Ja, zumindest dürfte das irgendwie klar gehen. So, alles fertig. Dann prügelt man mal die Barrikaden nieder, wenn es geht. So, Verstärkungseinheiten alle auf dem Weg. Dann kann ich da jetzt gleich ein bisschen was entgegensetzen. So, auf der Seite haben die es aufgegeben. Zeit für eine Tränengasgranate wieder. Oh, shit, ey. Die haben einfach unsere Polizisten umgelegt. Ja, zumindest machen die Wasserwerfer echt ihren Job. Also damit halten wir das ganz gut im Schach. So, jetzt rein da. Ja, wirklich, ohne die hätten wir jetzt echt richtig Probleme. So, ein Teil davon sind wir schon mal losgeworden. Noch 119 Polizisten. Ah, das ist... Das ist schlimm. Shit, ich werde es ohne Militär nicht schaffen. Gut, okay, dann muss ich jetzt tatsächlich doch mal eben mobil machen. 2500 Soldaten. Meine Polizeieinheiten reichen hierfür nicht aus. Es reicht, um das hier so ein bisschen im Griff zu behalten. Aber für mehr langt es nicht. Sag mal, schaffe ich es nicht an Barrikaden vorbeizukommen? Jetzt habe ich auch die Fresse dick hier. So. Mal eben kurz ein paar Barrikaden entfernen, dass ja auch wer vernünftig durchkommt. Okay, scheint irgendwie zu funktionieren. Zumindest, dass irgendwas hier durchkommt. So, und jetzt bitte einmal hier vorne hin. Tja, wenn es denn gehen würde. Aber hier haben wir noch ein paar Polizisten, das ist gut. So, ein paar Tränengasgranaten. Ich wollte schon die ganzen 46 nehmen. Hey, was halten wir uns denn jetzt hier so lange auf? Wirklich, jetzt habe ich die Faxen dicke. Wartet mal eben. Das ist ein bisschen mit Tontauben, mit Kanonen auf Spatzen schießen oder auf Tauben oder was auch immer. Als werfe ich hier eine scheiß Granate auf das Ding. Wenn ich denn darf. Darf ich wohl scheinbar nicht. Ey, was ist denn jetzt hier los, Männers? Jo, die hängen einfach an diesen dummen Barrikaden fest. So, jetzt aber. So. Mann. So, geht doch. Oh, und jetzt sorgen wir nur für reine Präsenz. Das dürfte ja schon reichen. 2500 Soldaten.
Der Rest ist okay. Puh, das hat ein paar Tägchen gedauert, ne? 9.7. bestimmt so 3-4 Tage hatte ich doch jetzt hier schon ein bisschen mit Ärger gehabt mit den Jungs. Ja, wir müssen den Sicherheitsapparat nochmal weiter ausbauen. Also ganz ohne wird das nicht gehen. Der Aufstand war jetzt tatsächlich nicht zu verharmlosen. Der hatte schon ein bisschen was zu bieten gehabt. So, okay, gucken wir weiter. Also er sagt jetzt tatsächlich wirklich officially 2% Überschuss. Das finde ich natürlich geil. Bei einem Wachstum, und das wäre jetzt die nächste Frage, von 5% weiterhin. Das heißt, jetzt jetzt brauche ich erstmal neue Beliebtheit wieder. Wir müssen sowieso diesen Bildungssektor ausbauen. Forschungsbereich, da steht ja alles, das ist ja mittlerweile gut. Aber der Bildungssektor, da hapert es ja sowieso noch. Heißt, wir werden jetzt über ein Sternchen draufpacken. Weil müssen, tun wir so oder so. Ah, wir können auch, glaube ich, nochmal ein Stückchen weitergehen. So, ein 2 Milliarden Bildungspaket nochmal nachschmeißen. Kostet ein bisschen Geld. Dürfte uns dafür aber die nötige Beliebtheit geben, muss am Ende mit mehr Steuererhöhung wieder durchzubringen. Jawohl, das sieht doch top aus. So, und dann jetzt tatsächlich 3%ige Steuererhöhung. So, und dann schauen wir mal, wie er gleich darauf reagiert. 22% Mehrwertsteuer, das heißt, jetzt schießen wir tatsächlich sogar westlichen Niveau hinaus. So, dann gucken wir mal weiter. Was habt ihr noch geschrieben gehabt? Den Sound sollte etwas mal anpassen. Ja, also ich habe tatsächlich schon, auch mal da mal ganz kurz eben, dass ihr das nur mal wisst, ich bin tatsächlich vom Sound der Lautstärke auf... What the hell? Ach du heilige Jonas! Da bombt Jonas hier raus! Jonas 272002 just gifted 10 Subs. Hast du Gehaltserhöhung gekriegt? Und was ist hier los? Merci beaucoup, ich ziehe meinen Hut. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Jonas. Arigato. Ai, du Monster. Der Albert sagt es, da gönnt jemand aber richtig. Ich wollte nur sagen, dass ich soundtechnisch passend eingestellt habe. Ja, gut, also Jonas haut raus. Ein Sub an Wolfsrudel, an Luca, an Vase, an Eistee, an Malginius, an Johann, an Nava, an die witzlose Union, wilder Name, an Percy und an Dux. Ja, Jungs, ich würde mal sagen, große Dankesrunde an der Stelle. Wow, 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 wow. Dickes, dickes Danke auf jeden Fall. Ja, genau, da zieht auch dementsprechend der Paul seinen Hut vor. Vielen, vielen lieben Dank. 10 Subs, das ist tatsächlich eine Menge. Merci beaucoup. Wow. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Was wollte ich denn jetzt? Ja, soundtechnisch klar, aber was war denn das andere jetzt gewesen? Erstmal eine Organisation nochmal ausgelöscht und wieder ein paar Einberufungen. Ach ja, genau, ich wollte gucken, da sind wir über westlichen Niveau quasi hinaus mit 22% Mehrwertsteuer. Also irgendwo Richtung jenseits der 30, 35, ab da wird es dann ein bisschen arg belastend für die Wirtschaft. Da muss man mal schauen, ob man dann irgendwie umschwenken kann. Aber jetzt bislang noch alles okay. Bitteschön, Hype. Ja, Hyper, Hyper, auf jeden Fall. Junge, 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 Junge. Ja, also wie ihr sehen könnt, ne, es gibt natürlich auch einiges an Ehrenmänner und natürlich auch Ehrenfrauen da bestimmt auch draußen, die uns natürlich auch immer in der Lage sind, hier und da mal finanziell ein bisschen Arme zu greifen. Ihr seid herzlich dazu auch eingeladen. Ich sag's nochmal, jeder Abonnent auf Twitch oder jeder Follower auf Twitch und jeder Abonnent auf YouTube, so ist richtig. Wenn ihr mit 1 Euro pro Monat schon dabei wärt, das ist weniger als ein Sub. Ich glaube, ein Sub sind bei uns dann netto, was bei uns irgendwo zwischen 2 und 2,50. Je nach Wechselkurs auch, weil das wird Dollar abgerechnet. Oh, dankeschön, Lost. Er haut nochmal 100 Bits hinterher. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, so geht es nämlich auch, das Bits-System. Genau, ab dem Moment, wenn ihr da genau mit bei seid, dass ihr uns, wie gesagt, also 1 Euro pro Monat irgendwie zukommen lassen würdet, dann wären wir tatsächlich in der günstigen Situation, dass wir das Ganze Hauptprofi machen könnten. Ne? Nur, dass ihr mal so eine Vorstellung habt. Ich weiß, ein Einzelner kann nicht viel erreichen, eine Menge an Leuten, dahingehend aber doch schon sehr, sehr viel. Ne? Und die Masse an der Stelle, die kann es einfach machen. Also gut, okay, Jonas hat halt richtig auf den Tisch gehauen. So bewegt man halt auch was, aber das ist ja, soll nicht Kernziel der ganzen Aktion sein. Ne? Wie gesagt, freut mich natürlich sehr, Mission accomplished. Ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Also er mit seinen 10 Dingern jetzt hier, die er rausgehauen hat, plus den einen, den er für sich selbst laufen hat, hat er das Jahr fast abgedeckt. Oh, nicht schlecht. So, was hast denn du jetzt? Wir müssen konkret... Ja, du willst noch eine Spendenkampagne nochmal irgendwann haben. Warum denn? Was sagen denn Parteikassen? Ist das denn jetzt gerade so wichtig? Aktuelles Budget 400 Millionen Euro. Ach, halt die Klappe, ey. Wirklich, Mama. Es ist wahr. Mama hat auch nicht alle Tasten im Schrank, ey.
Wir haben 400 Millionen, da soll sie sich mal bedienen, soll sie mal 100.000 rausnehmen, das juckt doch eh keinen. Außer Kasse, wenn er sich da einmal bedient. Dann soll er damit fürs Jahr mal Klappe halten. Wow, okay, ja, krass auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Ja, und ich wollte jetzt nochmal eben kurz schauen, was am Ende jetzt hier rauskommt, dann finanzieller Natur, wie viel am Ende hängen bleibt. Weil klar ist auch, wenn ich jetzt natürlich einen Überschuss haben sollte, irgendwas jenseits der 2,5%, dann können wir auf jeden Fall dann demnächst nochmal neue Reservisten nacheinbeziehen. Wir haben ja längst, doch unlängst nicht alles geschafft hier, das dauert noch. Und dementsprechend müssen wir uns auf jeden Fall dranhalten. Unser eingeschleudert. Dass wir damit beibleiben. Ich könnte eigentlich nochmal, weil zumindest mir geht es jetzt gerade ein bisschen auf den Sack, auch nochmal die Stimme um einen runterstellen. Vielleicht wird es ja ein bisschen helfen nochmal. So, okay, öffentliche Finanzen hat er jetzt nochmal gesagt, wäre ganz geil. Schaue ich gleich nochmal, beziehungsweise respektive, jetzt kriegen wir mal den 1.4. zwischengeschaltet. Oh, und draußen tobt ein Gewitter. Naja, okay, soll ja wohl heute hoffentlich keinen Schaden anrichten. Na, Staatskassenüberschuss von 10 Milliarden, sehr, sehr schön. Ja, gut, dann würde ich sagen, gucken wir, wie die ganze Geschichte sich verhält, was das alles ausmacht, dann uns in der nächsten Folge an. Dann, wie gesagt, auch mit ziemlich sicherer Nachrüstung, dann dementsprechend von weiteren Einheiten. Wir werden also gucken, echt, dass wir alle Reservisten, dass wir über 1 Million Mann am Ende in der taiwanischen Armee ganz fest integriert haben, die auf jeden Fall nicht nur auf Abruf stehen, sondern permanent im Einsatz sind, mit dem wir dann also das Grundfundament der neuen taiwanischen Armee bilden wollen, die am Ende auf jeden Fall die Schlagkraft haben soll, dass wir am Ende gegen China halt den Feldzug führen können. Das Ding wird sowieso so vogelwild werden, ey. Also da müssen wir Territorium absichern. Ich muss mich noch mit weiteren Kriegsmechanik mit euch gemeinsam diesen LP vertraut machen. Wir haben ja noch so ein paar Sachen, ne? Stichwort Schützengame, Stichwort normaler klassischer Artillerie tatsächlich, normalen Artillerieeinheiten. Wird ein wildes Ding. Gucken wir uns wieder in der nächsten Folge alles nochmal weiter an. Ich bedanke mich ganz herzlich draußen fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns das nächste Mal. Für euch auf Twitch geht es gleich sofort weiter. Denkt an den Daumen nach oben. Bis dann. Haut rein und ciao.